Ja, moin. Neue Folge Doom 3. Wir sind in den Teleporter gegangen. Ich sitze aber immer noch auf dieser Station. Jetzt nur von dort hin. Hierher teleportiert. Ich weiß nicht, ob jetzt ein Paralleluniversum sind. Jetzt wird das Spiel anfangen. Probieren mal ein bisschen Muni zu sparen. Wieder eine Nummer haben, die ich nicht habe. So was. Und wie ist es schon? Komisch jetzt, weil ich nicht weiss, ob ich jetzt immer noch normal auf der Station bin. Ich habe jetzt das Gefühl nicht, ich bin schon halb dran. Ich habe das wahrscheinlich gebaut, so in die Welt hinein. Jetzt mit ein bisschen Glück. Das war wahrscheinlich der Code gewesen. Das könnte auch sein, dass das 259.
Das Plasma quer. Ja, genau. Wow. Ist von hier runtergekommen. Schon noch einer. Adrenalin. Sofort zurück. Oder es hat hier Heilung. Jetzt nicht. Wartet der Tod. Ich muss an eine Heilstation. Ja genau, er kommt mit. Yeah. Durch weiter breit keine Heilstation. Da ist eine.
Okay, okay. Ich kann auch sicher sein. Mit der Geburt aber. Das hinter. Genau hinter dir. Respawn. Der muss weg. Da. Bringe den nicht weg. Zurück. Einfach kann ich da in das Loch rein. Mit mir. Nein! Ich habe doch auf den gezielt, der da liegt. Den da habe ich gezielt, das schießt den hier. Scheiße. Oh nein. Ja, das da war alles schiessen. Jetzt habe ich den Forscher umgebracht. Unangenehm. Geht so durch. Jetzt bekomme ich den Code nicht für die Waffe. He? Scheiße. Wahrscheinlich nicht mehr. Entschuldigung. Beweise vernichten.
in den Stasiskammern des Delta-Komplexes. Diese Einrichtung sollte für die Unterbringung und Analyse der extradimensionalen Wesen dienen, die bei den ersten Teleporter-Tests von Delta-Ebene 3 mitgebracht wurden. Über ihre natürliche Umgebung ist wenig bekannt, aber die Exemplare scheinen auf Kohlenstoff zu basieren, mit extrem hoher Hitzetoleranz. Das Epidermisgewebe ist sehr widerstandsfähig gegen Abschürfungen oder Schnitte, was interne Untersuchungen verkompliziert. Es wurde unglaubliche Stärke und Agilität beobachtet, bei manchen Exemplaren auch die Fähigkeit, kohäsive Plasmamassen zu manifestieren und zu kontrollieren. Wie die Plasmamassen erzeugt werden, ist nicht bekannt. Wir nehmen an, dass die Exemplare über eine rudimentäre Intelligenz und soziale Struktur verfügen, wie bei den ersten tragischen Expeditionen durch das Portal zu sehen war. Die Verluste an Menschenleben bei der Beschaffung der Exemplare waren gewaltig. Doch hoffen wir, irgendwann das Genom entschlüsseln und die vielen Fragen beantworten zu können, die diese Wesen aufwerfen. Was will da schon schief gehen? In der Wurm. Den haben wir auch noch nicht gehabt. Kopfloser. Ist der Raketenfuzzi da? Ich kann nicht zurück. Komm mal. Ich kann mal so rein da. Doch hier wie. Irgendetwas auf, was sonst nicht aufgeht. Aber ich weiss natürlich wieder nicht was. Nein, das ist noch nicht klar. Jetzt durchladen.
Oh, 94 Raketen, gell? Unsere Base probieren wir mal. Gut. Schade, wenn ich nehme. Das ist ein neues Video. Lift. Thank you.
sich sehen Sie ein Relikt mit dem Codenamen U1 oder einfach Seelenwürfel. Es wurde 2104 in einer Region entdeckt, in der UAC-Forscher Hinweise auf eine lange versunkene Zivilisation fanden. Wir wissen nicht, außer dass es sie gab und dass sie fast vollständig bei einem kataklysmischen Ereignis ausgelöscht wurde. Laut abstellen. Und zwei Videos. Und PDAs. Schießt es mich dazu mit Zeug. Deren Technologie für uns mystisch ist. So wie die seltsamen Eigenschaften von U1. Ich muss etwas drauflegen. Oh, schau mal, da steht die Nummer schon dabei. Das ist etwa 2. Ja, genau. Der Seelenwürfel ist in der Hölle und du findest ihn nicht. Nett. Allerdings hat die thermografischen Messdaten eine konstante Temperatur von 37,1 Grad Celsius zeigen. Wir setzen unsere Forschung fort und hoffen, dass wir mit Hilfe fortgesetzter Investition und Forschung eines Tages lernen, die Technologien von U1 zu nutzen. Ich hält das nicht. Und weiter geht's hier unten. Ich muss mal lesen oder so. Und wir hatten noch ein Video. Willkommen in den Stasiskammern des Delta-Komplexes. Diese Einrichtung sollte für die Unterbringung und Analyse der extradimensionalen Wesen dienen, die bei den ersten Teleporter-Tests von Delta-Ebene 3 mitgebracht wurden. Über ihre natürliche Umgebung ist wenig bekannt, aber die Exemplare scheinen auf Kohlenstoff zu basieren. Ich bin Ian McCormick, Forscher bei der UAC. Vor sich sehen Sie ein Relikt mit dem Codenamen U1 oder einfach Seelenwürfel. Es wurde 2104 in einer Region entdeckt, in der UAC-Forscher Hinweise auf eine lange versunkene Zivilisation fanden. Wir wissen nichts über diese Zivilisation, außer dass es sie gab und dass sie fast vollständig bei einem kataklysmischen Ereignis ausgelöscht wurde, laut dem, was wir aus den Glyphen herauslesen konnten, die auf Steintafeln überall in den Ruinen gefunden wurden. Die wenigen Hinweise, die wir entschlüsseln konnten, weisen auf eine kulturell fortgeschrittene Gesellschaft hin, deren Technologie für uns mystisch ist, so wie die seltsamen Eigenschaften von U1. Bemühungen, U1 weiter zu untersuchen, waren vergeblich. Weder Massenspektrometer noch Röntgenanalysen ergaben eine zuverlässige Identifikation des molekularen Aufbaus dieses Artefakts. Das Objekt kann nicht gewogen werden und in allen Tests waren wir nicht in der Lage, seine Masse zu bestimmen. Alle Versuche, das Artefakt physisch zu manipulieren oder zu öffnen, waren erfolglos. Wir hatten auch keinen Erfolg beim Entziffern der Symbole auf U1. Wir wissen allerdings, dass die thermografischen Messdaten eine konstante Temperatur von 37,1 Grad Celsius zeigen. Wir setzen unsere Forschungen fort und hoffen, dass wir mit Hilfe fortgesetzter Investition und Forschung eines Tages lernen, die Technologien von U1 zu nutzen. Das braucht Toni. Audiolog des Verwaltungsassistenten Han Li, 16. Oktober, 21:45. Warum bleiben die miesen Jobs immer an mir hängen?
Der erste Zug der Panzertruppe und das erste Wissenschaftsteam sind heute Morgen bei ihrer zweiten Exkursion vollständig vernichtet worden. Und ich muss jetzt die Berichte schreiben. Und die Infos an die Erde und die Angehörigen schicken. Und da sitze ich nun, mit der ersten Tasse Kaffee des Tages, nach nur 5 Stunden Schlaf in der Nacht und ungeduscht. Und muss für 20 Leichen den Papierkram erledigen. Die Leichen selbst habe ich nicht zu Gesicht bekommen, aber sie sollen scheußlich zerfleischt aussehen. Ein Hirnstützpunkt geht ganz schön die Muffe. Betrüger ist nirgends aufzutreiben und es schwirren eine Menge Fragen herum, auf die keiner eine Antwort hat. Das Neueste, was ich gehört habe, war, dass sie die nächste Gruppe mit den neuen BFGs ausgestattet haben. Wenn sie solche Waffen mitnehmen, wollen sie mit dem nächsten Ausflug wohl kein Risiko eingehen. Irgendwo bekommen. Hui. Audiolog des Verwaltungsassistenten Han Li, 16. Oktober, 21.45. Warum bleiben die miesen Jobs immer an mir hängen? Der erste Zug der Panzertruppe und das erste Wissenschaftsteam sind heute Morgen bei ihrer zweiten Exkursion vollständig vernichtet worden. Und ich muss jetzt die Berichte schreiben und die Infos an die Erde und die Angehörigen schicken. Und da sitze ich nun, mit der ersten Tasse Kaffee des Tages, nach nur 5 Stunden Schlaf in der Nacht und ungeduscht und muss für 20 Leichen den Papierkram erledigen. Die Leichen selbst habe ich nicht zu Gesicht bekommen, aber sie sollen scheußlich zerfleischt aussehen. Ein Hirnstützpunkt geht ganz schön die Muffe. Betrüger ist nirgends aufzutreiben und es schwirren eine Menge Fragen herum, auf die keiner eine Antwort hat. Das Neueste, was ich gehört habe, war, dass sie die nächste Gruppe mit den neuen BFGs ausgestattet haben. Wenn sie solche Waffen mitnehmen, wollen Sie mit dem nächsten Ausflug wohl kein Risiko eingehen? Nummer 1 ist Ebene 3 ist off. Jetzt habe ich mir schon wieder vergessen, der Code. Ich probiere, ob 725 auch geht, ob
aber ich glaube nicht. Es geht übrigens auch nicht, wenn ich... Es erkennt gar keine Nummern. Folder zu geben. Hier noch heilen. Falscher Raum. Ich bin noch gar nicht teleportiert in dem. Also irgendeine Teleportation hatte ich. Aber nur so wird ein Wurmloch. Zerstöre die Brücke. Da erinnert immer an Half-Life. Zugang erteilt. Erst zum richtigen Teleporter. Spiel aufhalten jetzt. Das ist alles. Ich will nicht mehr Spiegel schauen. Oder? Halbwegs. Oh, heilen. Ja.
So, Griff. Ich habe über Betrugers Ideen zur Erzielung unterbrechungsloser, stabiler Übertragungen für die Teleportationseinheiten nachgedacht. Derzeit können unsere Systeme nur genug Ladung aufbauen, um die Portale ungefähr 10 bis 15 Sekunden lang offen zu halten. Genug Zeit, um ein Team hindurchzuschicken, aber nicht genug für schwerere Ausrüstung. Die Techniker von der Enpro-Anlage sagen, wir könnten die aktive Portalzeit theoretisch leicht auf 45 Sekunden ausweiten. Müssen dafür aber Energie von der zentralen Datenverarbeitung umleiten und die Ausfallzeit können wir uns einfach nicht leisten. Diese Zahlenschubser sind für uns mit dem Durchrechnen ihrer Formeln eine Riesenhilfe. Der Energiebedarf für dieses System ist gigantisch. Wir saugen Energie aus drei Adern der Enpro, nur um Kammer 1 zu betreiben. Keine Ahnung, wie wir Übertragungen länger als 60 Sekunden aufrechterhalten wollen, ohne ernsthaft an eine Reorganisation des Teleport-Energieversorgungsnetzes zu denken. Ich werde eine Nacht drüber schlafen. Dr. Frank Serrano meldet sich für den Abend ab. Dekontaminierungskammersequenz initiiert. Das PDA. Audiolog des Verwaltungsassistenten Han Lee, 20. Oktober 2145. Da denkt man, schlimmer könnte es nicht kommen. Und dann das. Vor zwei Tagen haben Delta-Wissenschaftler eine weitere Forschergruppe durch das Portal geschickt, die zur vereinbarten Zeit nicht zurückkehrte. Funkübertragungen an die Gruppe blieben ohne Antwort. Selbst unsere LZ-Tracking-Systeme können sie nicht aufspüren. Wir fürchten, sie sind tot. Leute zu verlieren ist eine Sache. Aber unsere proprietären Technologien zu verlieren, ist eine ganz andere. Das Team hatte die neuesten BFG-Waffen dabei. Wir befürchten, dass diese Waffen denen in die Hände gefallen sind, die das Team getötet haben. Wir wissen nicht, wer oder was hinter dem Portal steckt, aber bis wir unsere Waffen finden, schlage ich vor, die Operation durch das Portal auszusetzen. Danke. Logende. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Fächer und keine Ahnung, wie auf da. Audiolog des Verwaltungsassistenten Han Lee, 20. Oktober 2145. Da denkt man, schlimmer könnte es nicht kommen. Und dann das. Vor zwei Tagen haben Delta-Wissenschaftler eine weitere Forschergruppe durch das Portal geschickt, die zur vereinbarten Zeit nicht zurückkehrte. Funkübertragungen an die Gruppe blieben ohne Antwort. Selbst unsere LZ-Tracking-Systeme können sie nicht aufspüren. Wir fürchten, sie sind tot. Leute zu verlieren ist eine Sache. Aber unsere proprietären Technologien zu verlieren, ist eine ganz andere. Das Team
Team hatte die neuesten BFG-Waffen dabei. Wir befürchten, dass diese Waffen denen in die Hände gefallen sind, die das Team getötet haben. Wir wissen nicht, wer oder was hinter dem Portal steckt, aber bis wir unsere Waffen finden, schlage ich vor, die Operation durch das Portal auszusetzen. Danke. Logende. So, dann können wir von der nächsten Folge in Hölle weiterwerkeln, weil das ist jetzt... Bitte Teleportziel wählen. Was Ziel? Plattform 1 ausgewählt. Plattform 2 ausgewählt. Plattform 1 ausgewählt. Plattform 2. Plattform 1 ausgewählt. Ich werde mich wahrscheinlich mehrmals müssen teleportieren, bis ich dort bin, wo ich her will. Plattform 2 ausgewählt. Stummgewehr kannst du die abschießen, die Raketen. Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Dekontaminierung abgeschlossen. Einen schönen Tag. Ich verliere langsam die Geduld. So. Mit endlich mal toll. Sind tot und du bald auch. Kotz.
sie auf die Schiessen, triffst du einfach nicht. Zugang erteilt. Auf dem Mars. Interessant. Schön unterwegs. Oh.
Warnung, Fehlfunktion in Kammer. Da sind wir schon gesehen. Das hat dann nicht so ausgesehen. Da. Das sieht dann ganz anders aus jetzt. Bitte Teleportziel wählen. Plattform 3 ausgewählt. Plattform 1 ausgewählt. Plattform 2 ausgewählt. Ausgewählt. Und der Daten sicher. Gleich auch. Plattform 2 ausgewählt. Plattform 3 ausgewählt. Das könnte richtig sein, wenn es mir speichert. Schuss kaputt gehen, sind das eigentlich meistens aktiv. Thank you.
Will ich das überhaupt schon? Dekontaminierungskammer-Sequenz initiiert. Hallo, wo ist er? Sicher oben, gell? Dekontaminierungsprozess eingeleitet. Primärsystemausfall. Systemabschaltung. Backup-Systeme online. Haltet ihn auf! Wartungspersonal in Kammer 3 erforderlich. Plattform 1 ausgewählt. Plattform 2 ausgewählt. Plattform 4 ausgewählt. Plattform 2 ausgewählt. Audiolog des Verwaltungsassistenten Han Li, 20. Oktober 2145. Da denkt man, schlimmer könnte es nicht kommen. Und dann das. Vor zwei Tagen haben Delta-Wissenschaftler eine weitere Forschergruppe durch das Portal geschickt. Plattform 2 ausgewählt. Funkübertragungen an die Gruppe blieben ohne Antwort. Selbst unsere Z-Tracking-Systeme können sie nicht aufspüren. Plattform 2 ausgewählt. Plattform 4. Aber unsere Plattform 1 ausgewählt. Plattform 2. Das Team hatte die neuesten BFG-Waffen dabei.
Wir befürchten, dass diese Waffen denen in die Hände gefallen sind, die das Team getötet haben. Wir wissen nicht, wer oder was hinter dem Portal steckt, aber bis wir uns die Operation durch das Portal auszusetzen. Ich bin zum Sicher wieder zurück irgendwo her. Audiolog von Dr. Martin Schulz, 7. August 2145. Wir müssen die Betriebsabläufe ergänzen, um sicherzustellen, dass alle Ziel-Teleportmarker richtig eingestellt und aktiviert sind, bevor wir die Systeme starten. Heute hat sich in Kammer 1 ein tragischer Unfall ereignet, bei dem Susan, eine unserer Schimpansinnen, umkam. Sie trat während der Kalibrierungsphase auf die Plattform und ein Kurzschluss aktivierte das System und spaltete sie buchstäblich in zwei Teile. Ihr Torso erschien beim Zielmarker, während ihre unteren Extremitäten auf der Plattform verblieben. Keine Ahnung, wieso dieses Problem sich nicht früher gezeigt hat. Aber bei dem Versuch, diese Systeme zum Laufen zu bringen, gibt es anscheinend ein Problem nach dem anderen. Ich weiß nicht, woher Betruger die Energie nimmt. Er schuftet 16 Stunden am Tag im Labor, um aktuelle Probleme zu beseitigen. Was soll das? Er hat den Rest von uns Malochern neben ihm alt aussehen lassen. Aber in den nächsten paar Tagen werden wir alle Hände voll damit zu tun haben, die Systemprotokolle durchzugehen, herauszufinden, weil dieser Testrunde schiefgelaufen ist. Dr. Martin Schulz meldet sich ab in der Hoffnung, nächstes Mal etwas erfreulicher zu berichten zu können. Du stirbst und deine Seele gehört mir.